Jo, hallo, schon wieder zurück. Ja, wir klären mal auf, wer hier Ranatha Noctis ist. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Ranatha Noctis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig, nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okea will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, Sie gehen zu lassen. Und das wollen Sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was Sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor Sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch Ihre Methoden. Ich bin sehr für zweite Chancen. Bei dritten bin ich nicht mehr so sicher. Ja, Garrus, da hast du wohl recht. Da sind sie ja. Ich habe ihr Vorankommen beobachtet. Okay. Früher erwischt als gehofft. Ja, sagen wir doch gleich mal Hallo zu dem kleinen Töppen. Das sieht interessant aus. Koganische Vitalität. Ja, komm mal her hier. Okay. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind Okia. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderungen. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Rana hat Sie mit Sicherheit bereits an Ihre Aktion auf Würmeier erinnert. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Ihre Probleme sind uns völlig gleichgültig. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Wenn Ihr Haustier von einem Soldaten wirklich so stark ist, wie Sie glauben, hätte ich vielleicht Verwendung für ihn. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Achtung, ich habe die befreiten Kroganer geortet. Es ist natürlich Okir. Sein Projekt wird ausgelöscht. Wir neutralisieren seine Soldaten und fangen mit seinen Daten von vorne an. Tanks fluten. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Jetzt wissen Sie plötzlich was. Keine Spielchen, Okia. Ich gebe Ihnen, was in meiner Macht steht. Mein Vermächtnis muss dieser Beleidigung trotzen. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss.
Gut, dann wollen wir die Verrückte doch einmal umnatzen. Hopp. Da unten geht das, also einmal hier runter. Wow. Ja, schick. Auch so für die Umgebung ein bisschen Mühe zu geben. Ich würde sagen, sie hat genug geredet. Ach, wirklich? Okay, ist nicht der einzige Spielsache. Blink! So. Morgana nähert sich! Werde den Schuss ausführen! So, das war sie. Das wird sie umwerfen. Spiel von mir. Dieser Mac, wo ist er denn? Ah, da kommt er. Herein. Scheiß Schilder. Achso, du meinst, du kannst das Ding auf mich abfeuern, ja? Kann ich auch. Ja, bitte Bedrohungsanalyse. Du rufst du dich. Er wird explodieren! Ich stehe drauf, die Köpfe abzuschießen, das ist so geil. Shepard, der Labor-Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. So. Sollte so ein Fanatiker sich für einen einzelnen Kroganer opfern? Wir wissen nicht, was Oki in seinem Kopf reingestopft hat. Das Ding freizulassen könnte ein Fehler sein. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns hilft. Ich bezweifle, dass ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hat. Ja, das stimmt. Normandy, vergessen Sie Oki. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Und schwer. Und bestimmt auch ein bisschen böse. Ja. Damit geht's erstmal auf die Normandy. Ja. Ein bisschen verkürzter Ladescreen. Organa zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich weiß. Finden Sie das nicht interessant? Kroganer sind sehr gut im Nahkampf. Ihn in einem engen Raum aufzuwecken ist vielleicht keine so gute Idee. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Frachtraum. Ah, okay. Na, nutzen wir doch mal die Zeit, um in dem schon angebrochenen kleinen Völkchen hier in den Frachtraum zu gehen, um zu gucken, was wir da so mitgebracht haben. Organischer Tank. Ja, mal eben runter. So. Frachtraum. Starboard Cargo. Ne, das sieht, hier sind wir falsch. Port Cargo. Backboard. Engineer Stack. Ein Tank.
Eine Brutkapsel. Okay. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Kann er da drin was sehen? Weiß unwahrscheinlich, sofern nicht die Energieversorgung irgendeine des ganzen Schiffes... Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Subjekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Subjekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Edi? Ich lasse mich auf meinem eigenen Schiff von meinem eigenen Schiff nicht in Frage stellen. Ausführung. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Auf meinem eigenen Schiff? Von meinem eigenen Schiff? Ja, nicht schlecht. Na, wo ist noch? Also rausploppen, Wasser spucken. Scheiße, das Ding ist... Das Gesicht ist doppelt so breit für meins. Schlecht gelaufen. Mensch, männlich. Bevor Sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank... Okir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum wollen Sie, dass ich versuche, Sie zu töten? Wollen? Ich tue, wozu ich geschaffen wurde. Kämpfen und herausfinden, wer der Stärkere ist. Im Tank wurde ich nie gefragt, was ich will. Ich empfinde nichts für Okirs Clan oder seine Feinde. Diese Prägung fand nicht statt. Er ist gescheitert. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe Sie rausgeholt und freigelassen. Folgen Sie meinen Befehlen, dann gebe ich Ihnen einen Lebensinhalt. Nichts in den Schulungen im Tank hat darauf hingewiesen, dass Menschen so konsequent sein können. Sie scheinen Ihr Kommando tatsächlich verdient zu haben. Meine Feinde bedrohen Galaxien. Jeder auf meinem Schiff hat sich seinen Platz verdient. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Ja, das klingt doch schon mal gut. Den Kroganer hätten wir auch, wenn er da ein bisschen steht wie so ein, naja, Soldat. Ja, dann gucken wir mal, was wir so in der nächsten Folge treiben. Ich bedanke mich, hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr teilt mir ein bisschen mit, wie ihr es gefunden habt. Commander, gebt vielleicht Sie Daumen hoch oder so. Privaten Terminal eine neue und Nachricht dann erhalten. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis dahin, tschüss.